Hallo, liebe Bierfreunde von nah und fern, und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. So, Freunde, ihr habt schon am Titel erkannt, heute gibt es mal wieder ein Schwarzbier. Geht der Gruß raus an den André. Und zwar das Dremel, Brauerei Dremel. Müsste, glaube ich, Bayern sein. Ist ein cooler Schwan drauf. 4,9% Umdrehungen haben wir. Und ja, so sieht das aus Wattendorf. Boom. Schwarzbier, da haben wir es. Also bin ich mal gespannt. Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hefe ist mit angegeben. Und hier unten, ich weiß nicht, ob man es erkennt, da ist auch eine richtig dicke Hefeschicht. Ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Die Kapsel ist einfach nur rot, ohne Aufdruck. So, ich habe auf jeden Fall mal Bock drauf jetzt, weil ja, Schwarzbier, so das letzte war schon sehr speziell. Ne? Da habe ich mich mit dem André noch mal kurz ein bisschen ausgetauscht. Da ging es auch so ein bisschen um die Säure, wir erinnern uns. Ja, aber so, das war dann dieses Cowboy-Bier, ne, da, was wir da hatten. Also es war schon sehr, sehr speziell. So, gucken wir mal nach. Entspannungsverdampfung kommt ein bisschen raus und ich lasse mal laufen. Ne? So, jetzt habe ich fast ein bisschen Sorge wegen dem Tastingglas. Weil wenn sich unten die Hefe absetzt, kriegen wir das da natürlich nicht rein, ne? Habe ich eigentlich die Flasche schon gezeigt, ja, ne? So sieht die aus, mit einem Schwan. So, dann gucken wir uns das mal an. Joa, gibt sich als Schwarzbier zu erkennen. Das ist also wirklich, ja, du, das ist schon ordentlich hier, du. So, ich war ein bisschen zaghaft mit dem Einschank, deswegen sollte man vielleicht ein bisschen aufrunden, was die Blume angeht. Also ich sag mal, 1 bis 2 Finger breite Blume kriegen wir auf jeden Fall hin. Das Ganze ist cremeweiß bis Cappuccino-farben von der Blume her. Ja, eher feinporig, würde ich sagen. Bleibt auch schön an der Glaswand haften. Ich halte es mal rein, dass ihr das mal so seht. Nur, also das ist schon wirklich, also im Verhältnis zu dem anderen ist das schon richtig tiefschwarz, ne? Guck mal, da ist die Softbox, also ich kann da wirklich nicht durchgucken, das ist absolut blickdicht. Ich denke mal, das ist auch der Hefe geschuldet, ne? Also das sieht schon mal sehr, sehr schön aus, ja? Perlage kenne ich auch nicht. Das sieht gut aus, Freunde, das sieht richtig gut aus. Also weißt du was, komm, dann gebe ich mal 5 von 5/6 möglichen Punkten, das ist mir wert. So, dann wollen wir mal anschnuppern. Oh ja. Sehr intensiver Malzkörper, muss ich sagen. Hat mich jetzt aber auch nicht groß verwundert. Also so ein Schwarzbier, das darf auch mal ein bisschen Schmackes haben, ein bisschen Malzkörper nach vorne bringen, ein paar Röstaromen nach vorne bringen. Die Lieblichkeit natürlich. Und die haben wir hier. Also ein schön ausgeprägtes Bouquet. Es ist jetzt nicht das Selbstbewussteste, aber es duftet doch schon sehr angenehm. Finde ich gut. Finde ich gut. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es schmeckt. Ihr Lieben, auf euch, zum Wohle, auf das Bier und auf den Genuss. Ja. Kenne ich. Versuchen wir es mal. Machen wir ganz klassisch. Attribute. Gemütlich oder dynamisch? Jetzt werdet ihr euch wundern. Dynamisch. Ist ein dynamisches Bier, das heißt, es ist sehr, sehr spritzig, es ist sehr, sehr, ja, ich sag mal, es zieht sich gut weg, ne? Das ist so richtig schon wie so eine Erfrischung für den Sommer, nur halt wesentlich würziger, Malzkörper betonter als, ja, ein Pilzbier zum Beispiel. Wundern Sie, warum habe ich gesagt Verwunderung? Ja, weil normalerweise würde ich jetzt bei einem Schwarzbier sagen, ja, das ist eigentlich eher so was Gemütliches, kleinere Schlucke nehmen, Temperatur anziehen lassen, schön dann so diese einzelnen Komponenten und Nuancen auf der Zunge aufblühen lassen, sodass man da möglichst viel Genusserlebnis hat. Das findet hier aber nicht statt und ich werde jetzt auch gleich sagen, warum. Weil dieses Bier extrem dünn ist. Es ist sehr mild, es ist sehr dünn. Und aber, und jetzt kommt das Aber, das heißt jetzt nicht, dass es schlecht ist. Hier ist es in diesem Falle positiv, weil es trinkt sich extrem elegant. Das ist wirklich ein verdammt elegantes Bier. Also das ist somit eines, wenn nicht sogar das eleganteste Schwarzbier, das wir bisher hier auf dem Gabentisch hatten. Also das merkst du auch sofort. Ersten Schluck im Mundraum und ich wusste sofort, oh scheiße, das ist aber elegant. Und elegant, wisst ihr, was ich damit assoziiere? Das sind dann so diese komischen Biere, die wir da aus Italien hatten, da an diesen Weinflaschen da, diese super teuren Dinger, ne? Das so erinnert mich daran. Ich nehme mal noch einen. Und wo sich es noch auszeichnet, ist, dass sich da extrem viel, und ich sage bewusst extrem viel, noch verändert. Und zwar in der Textur.
Du hast erst so dieses Gefühl, das ist sehr spritzig, das ist sehr dünn. Je länger du das im Mundraum behältst, je cremiger wird es aber dann. Dann wird es richtig cremig, richtig geschmeidig, samtig nach hinten. Das finde ich voll originell, muss ich sagen. Wer jetzt einen Vergleich haben will, es ist jetzt nicht so röstig wie zum Beispiel Industriestandard, das Köstritzer. Es ist aber auch nicht so süß wie der Schwarze Abt aus Neuzellen. Also wenn ihr jetzt mal so einen Direktvergleich haben wollt. Das erinnert mich eher so ein bisschen hier an die Hirschbrauerei Baden-Württemberg, wo war der Wackinzigtal oder wo das daher kam. Die Brauerei gibt es glaube ich gar nicht mehr, ne? Wo wir da das Schwarze hatten. Das war eigentlich auch nicht schlecht. Ich mag sowas. Ich mag so eine eleganten Biere. Ja, Freunde, das ist so ein Bier. Ich finde, da kannst du nicht viel falsch machen. Und ich bin sogar der Meinung, dass ich sage, wenn du noch, also es gibt ja zwei Möglichkeiten, Herangehensweisen, wie man da rangehen kann. Entweder sagst du, naja gut, wenn du jetzt noch nie mit Schwarzbier zu tun hattest, dann versuch mal sowas Malzbier-ähnliches, würde ich sofort den Schwarzen Abt empfehlen. Mach, würde ich sowieso machen, davon habe ich gesehen. Oder aber dieses hier, dieses Schwan, wie ist das? Dremel. Genau, dieses komme ich eigentlich auf Schwan. Also weil da ein Schwan drauf ist, so. Dremel, genau, also dieses Dremel. Weil das milde. Das ist jetzt nicht so exotisch. Das ist jetzt in der Komplexität jetzt nicht zu krass, aber du kannst das wirklich so als Einsteigerbier benutzen. Und ich bin sogar der Meinung, das passt zu einer Brotzeit. Das würde sogar als Wegbier funktionieren. Imbissbier würde funktionieren. Beim Grillen wunderbar, Freunde, jetzt raus im Garten. Gut gekühlt, ne? Du machst das so 7, 8 Grad Trinktemperatur, lass 9 sein. Ja, oder wunderbar, das ist solide, Freunde. Das ist ordentlich, das schmeckt. Das schmeckt extrem gut. Guck mal, da ist sogar so ein Lagerfeuer drauf mit so einem Bottich. Siehst du das? Hier? Was steht da? Mein lieber Schwan. Mit nachwachsenden Rohstoffen gebraut. Ja, was da jetzt, ist das da? Achso, das ist wahrscheinlich braun, ne? Dieser Kessel da über dem Lagerfeuer, hat man das früher so gemacht? Echt? Keine Ahnung. Ja, natürlich, muss es ja. Also, auch finde ich sympathisch. Freunde, das ist ein schönes Bier. So möchte ich es auch bewerten. Das, ja doch, locker. 5 von 5 / 6 möglichen Punkten ist es mir wert. Tendenz sogar hin zu, also am liebsten würde ich 5,5 geben. Also Tendenz ist auch tatsächlich so eine Krone-Bewertung, weil es einfach so verdammt ehrlich und elegant ist. Ja? Also ganz anders als dieses Cowboy-Geschichte-Gedöns, was wir da hatten. Was auch geil war, weil es so speziell war. Aber das hier, das ist wirklich so richtig abgerundet, schön eingearbeitet. Und deswegen glaube ich, sind 5,5 Punkte genau richtig. Das war's gewesen mit diesem Biertest. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao.